Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 10, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zu dem 23. Rundfunkänderungsstaatsvertrag. Berichterstattung ist Herr Abg. Stefan Krüger von der SPD-Fraktion, und der ist auch schon im Anmarsch. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Hauptausschuss empfiehlt mit den Stimmen von CDU, Bündnis 90, die Grünen, SPD, gegen die Stimmen von AfD und bei Enthaltung der Freien Demokraten und DIE LINKE, dem Plenum den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unter Berücksichtigung des Änderungsantrags Drucksache 20/2134 und damit in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung anzunehmen. Vielen Dank, Herr Abg. Krüger. Als Erstes hat sich der Abg. Stierberg von der FDP, von den Freien Demokraten, Entschuldigung, zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Schutz der Bürger vor überhöhten Rundfunkgebühren und vor Verletzungen des Datenschutzes ist für uns ein hohes Gut. Deshalb ist es unsere Aufgabe, uns kritisch mit Rundfunkgebührenstaatsverträgen wie diesen auseinanderzusetzen. Dieser Staatsvertrag enthält die Umsetzung eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts zur Zweitwohnung. Und diese Umsetzung ist auch geboten. Zugleich soll aber auch ein unbefristeter Meldedatenabgleich alle 4 Jahre durchgeführt werden. Ein solcher Meldedatenabgleich ist absolut ein Instrument für die Herstellung von Beitragsgerechtigkeit. Insofern ist es auch angezeigt, von Zeit zu Zeit eine Aktualisierung dieses Datenbestandes durchzuführen. Aber erstens kann ein solcher Meldedatenabgleich als einmaliger Meldedatenabgleich durch einen Staatsvertrag angeordnet werden, wenn bestimmte Voraussetzungen vorliegen. Zweitens ist die Zahl der zu übermittelnden Daten aus unserer Sicht nicht notwendig, z.B. Familienstand oder Doktortitel. Also mit Datensparsamkeit hat das ziemlich wenig zu tun. Und drittens bleiben Zweifel, ob etwa Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung, z.B. die Auskunftsrechte, vollumfänglich entsprochen wird. Unsere Skepsis stützt sich auch auf die Stellungnahmen der Datenschutzbeauftragten der Länder. Und sie konnte auch in der Hauptausschusssitzung und durch Antworten der Staatskanzlei nicht ausgeräumt werden. Wie schon in der Begründung zum Staatsvertrag heißt es auch diesmal in der Antwort der Staatskanzlei, die Bedenken der Datenschutzbeauftragten seien einbezogen worden. Das lässt sich z.B. beim Punkt der zu übermittelten Merkmale wie Doktortitel gerade eben nicht ablesen. Die Staatskanzleien haben offenkundig die Bedenken der Datenschützer den Interessen der Rundfunkanstalten untergeordnet. Und genau deshalb werden Freie Demokraten sich hier enthalten, obwohl die Richtung stimmt. Es reicht eben nicht, am Montagmorgen den Bericht des Datenschutzbeauftragten zu bejubeln und ihn dann am Mittwochabend zu ignorieren. Ich möchte aber den Blick nach vorn werfen, denn gerade in der Medienpolitik gilt der Satz, nach dem Rundfunkstaatsvertrag ist vor dem Rundfunkänderungsstaatsvertrag. Der nächste Medienstaatsvertrag zur Modernisierung der Medienordnung enthält viele spannende und teilweise auch ziemlich knifflige Baustellen. Plattformregulierung, Jugendschutzregelungen, Smart-TV-Oberflächen und der Umgang mit Alexa und Co. Das sind Baustellen, die wir bearbeiten müssen, um technischen Entwicklungen, die es nun einmal gibt, Rechnung zu tragen und um gleichzeitig eine pluralistische Medienlandschaft erhalten zu können. Und diese Diskussionen sollten wir auch im Hessischen Landtag breit und ausführlich führen
und sofern das möglich ist, auch bevor ein nicht mehr zu verändernder Staatsvertrag dem Landtag zur Ratifizierung vorgelegt wird. Perspektivisch müssen wir auch grundlegende Fragen beantworten. Viele Gründe, die seinerzeit den öffentlich-rechtlichen Rundfunk entstehen ließen, wie etwa die Frequenzknappheit, spielen heute keine Rolle mehr. Neue sind allerdings entstanden. In Zeiten einer verrohten Diskussionskultur, in Zeiten von Fake News in den sozialen Medien, sollte der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine grundlegende Bedeutung auch über die klassischen Vertriebswege des Rundfunks hinaus erhalten. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, damit der öffentliche Rundfunk weiter in den 1920er Jahren eine wichtige Quelle für Qualitätsinformationen bleibt, braucht es auch in Zukunft einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit einem erweiterten Rundfunkbegriff und einer neuen Struktur. Qualität geht hier vor Quantität. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Stirböck. Als nächstes hat sich der Abg. Enners von der AfD-Fraktion zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Zunächst möchte ich mich bei der Staatskanzlei für die zügige Beantwortung unserer Fragen zum Thema bedanken. Das hat hervorragend funktioniert. Und wie aus den Antworten und nach den Aussagen von Herrn Staatsminister Wintermeyer im Hauptausschuss hervorgeht, sind alle in diesem Entwurf aufgeführten Änderungen in Ordnung und stellen keinerlei verfassungs- oder datenschutzrechtliche Probleme dar. Zur Untermauerung wurden dem Hauptausschuss dazu unter anderem die Stellungnahme des SWR und der betrieblichen Datenschutzbeauftragten von ARD, ZDF und Deutschlandradio vorgelegt. Allerdings, meine Damen und Herren, hat sich scheinbar niemand die Mühe gemacht, die Stellungnahme des hessischen Datenschutzbeauftragten einzuholen. Dieses Nicht-Einholen einer Stellungnahme könnte einen recht einfachen Grund haben. Denn vergleicht man einmal die Stellungnahme vom 21. Januar dieses Jahres zur 23. Änderung des Rundfunkstaatsvertrages des nordrhein-westfälischen Beauftragten für Datenschutz mit der jetzigen Antwort der Staatskanzlei, dann wird klar, warum der hessische Datenschützer wohl lieber nicht angeschrieben wurde. Ihnen dürfte ja bekannt sein, dass bereits die 15. Änderung des Rundfunkvertrages seitens der Datenschützer auf erhebliche Bedenken stieß. Die Datenschutzkonferenz des Bundes und der Länder haben damals ihre Bedenken nur deshalb zurückgestellt, weil es eben nur ein einmaliger Abgleich sein sollte. Zum Meldedatenabgleich schreibt die Staatskanzlei, dass diesen ja bereits seit Jahren gibt und führt als Rechtsgrundlage die Meldedatenübermittlungsverordnung an. Das ist insoweit auch richtig. Aber der Inhalt der Verordnung besagt ganz klar, dass nur bei Anmeldung und Abmeldung von Wohnorten und im Sterbefall ein Datenabgleich vorgenommen wird, aber eben nicht regelmäßig im Vierjahresrhythmus, sondern anlassbezogen. Die Stellungnahmen, die dem Ausschuss vorgelegt wurden, sind aus unserer Sicht hinfällig, denn die Urteile wurden ohne Prüfung der Datenschutzgrundverordnung gefällt, weil diese zu jener Zeit noch nicht in Kraft war. Ich will an dieser Stelle nicht so technisch werden, aber Fakt ist, dass der jetzige Entwurf im Konflikt mit den Grundsätzen der Datenminimierung und der Erforderlichkeit nach Artikel 5 und 6 der Datenschutzgrundverordnung steht. Dieses sieht nicht nur der Datenschutzbeauftragte aus NRW so, sondern auch der hessische, den ich dazu befragt habe. Denn warum im Meldedatenabgleich Daten übermittelt werden müssen, die nicht einmal auf dem normalen Anmeldeformular zum Rundfunk abgefragt werden, ist nicht nachvollziehbar. Und wenn selbst die Rundfunkanstalten davon ausgehen, dass ein vollständiger Meldedatenabgleich letzten Endes nur in weniger als 1% der Fälle zu einer dauerhaften Anmeldung führt, wo ist da die Verhältnismäßigkeit eines so umfangreichen und vor allem regelmäßigen Datenabgleichs? Meine Damen und Herren, die Datenschutzgrundverordnung hat Anwendungsvorrang gegenüber Bundesrecht. Daher müssen geplante nationale Datenschutzvorschriften auf eine sogenannte Öffnungsklausel der DSGVO gestützt werden.
Nationale Regelungen sind möglich, ja, aber nur, wenn sie sich innerhalb der Grenzen der DSGVO bewegen. In diesem vorgelegten Änderungsantrag liegt unserer Auffassung nach, und wie es aussieht, sind wir da nicht alleine, ganz klar eine Grenzüberschreitung vor. Meine Damen und Herren, ist es nicht so, dass der Vorsitzende der Datenschutzkonferenz im April 2019 genau diese Bedenken geäußert hat? Und wurde nicht daraufhin zur Beruhigung der Lage eine Ergänzung eingeführt, nämlich die, dass die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten, die sogenannte KEF, nun anhand der Beitragsentwicklung entscheiden soll, ob ein Meldedatenabgleich stattfindet oder nicht? Und damit ist auch hier auch das nächste Ei gelegt. Denn kurz gesagt heißt das nichts anderes, als sinkt die Beitragseinnahme, kann die KEF entscheiden, ob ein Meldedatenabgleich durchgeführt wird oder nicht. Diese Regelung schafft neben den Bedenken zur DSGVO ein zusätzliches verfassungsrechtliches Problem. Denn einer Kommission wird ohne gesetzliche Rahmenbedingungen die Entscheidung über die Weitergabe von Daten der hessischen Bürger überlassen. Meine Damen und Herren, Sie als Landesregierung sind hier gefordert und müssen klare Bedingungen schaffen betreffend der Verarbeitung aller Daten der volljährigen hessischen Einwohner. Und es darf nicht einfach nur aufgrund sinkender Beitragseinnahmen einer Kommission überlassen werden, ob ein Datenabgleich durchgeführt wird oder nicht. Der hier vorliegende Entwurf hat zusammengefasst und aus unserer Sicht durchaus großes Potenzial, wieder in Karlsruhe zu landen. Sie wissen das sicherlich und gehen deshalb das Risiko ein, um keine eigenen Entscheidungen treffen zu müssen. Es ist ja für eine Regierung sehr leicht, wenn das Verfassungsgericht den Weg vorgibt und man die Verantwortung dann auf Karlsruhe schieben kann. Meine Damen und Herren, Sie müssen jetzt tatsächlich zum Schluss kommen, weil Ihr Redezeit ist. Ich komme zum Ende. Meine Damen und Herren, wir von der AfD ziehen hier klar Stellung und stehen auch dazu. Daher lehnen wir diese 23. Änderung zum Rundfunkstaatsvertrag mit Nachdruck ab. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Enners. Als nächstes hat sich die Abg. Wallmann von der CDU-Fraktion zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich möchte zunächst mit Nachdruck sagen, dass ein wichtiger Pfeiler unserer freiheitlichen Demokratie die Rundfunkfreiheit ist und sie Verfassungsrang hat. Sie obliegt in der Hoheit der Länder, und das ist auch der Grund, warum wir heute hier über den 23. Rundfunkstaatsvertrag diskutieren. Das ist ja schon ausgeführt worden. Der Vertrag hat zwei Komponenten. Das ist einmal das Thema Meldedatenabgleich und zum anderen die Umsetzung der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zur Erhebung von Rundfunkbeiträgen für die Nebenwohnung. Nebenwohnungen werden künftig von den Beiträgen befreit. Und ich finde, weil das hat jetzt bisher noch keiner gesagt, und ich finde es ein ganz wichtiger Punkt, die Länder gehen in dieser Frage ja weiter, weiter als die Vorgaben als Karlsruhe, weil die Ehepartner und auch die eingetragenen Lebenspartnerschaften eben davon auch ergriffen werden und eben auch befreit werden. Und ich glaube, das ist auch etwas, was den Bürgerinnen und Bürgern dient. Und im Übrigen ist es auch so, dass das wäre mir auch noch einmal wichtig, dass das auch die Bürgerinnen und Bürger wissen, dass das eben auf Antrag erfolgt. Das ist kein Automatismus. Und man kann das ganz unkompliziert auf der Internetseite per Online-Formular direkt beantragen. Bezüglich der zweiten Änderung, die ja momentan auch den Schwerpunkt der beiden vorherigen Redebeiträge eingenommen hat, möchte ich aber doch noch einmal ein paar Sachen richtigstellen. Das Thema ist erstens nicht neu. Wir haben das mit unterschiedlichen Staatsverträgen ja auch bestimmt in der Vergangenheit schon eingeführt. Es ist auch so, dass ja auch Meldedatenabgleiche im Übrigen seit Jahrzehnten ja schon stattfinden. Das wird auch nicht kritisiert, wurde auch nicht kritisiert. Bei dem Thema, wenn es um den Rundfunkbeitrag geht, wird es plötzlich zu einem Problem. Kann ich persönlich nicht ganz nachvollziehen, zumal es eben auch mehrfach höchstrichterlich bestätigt worden ist, dass es eben auch verfassungsgemäß ist. Und ein regelmäßiger Meldedatenabgleich bei einer Gesellschaft, die eben auch immer mobiler wird, ist, glaube ich, ein relativ probates Mittel, um eben an Daten auch zu kommen und vor allem für Beitragsgerechtigkeit, um es Beitragsgerechtigkeit zu führen. Das ist im Sinne aller Bürgerinnen und Bürger. Und Sie haben eben
kritisiert, dass die KEF die Möglichkeit hat, zu sagen, wir haben aber ausreichend Datenbestand, der Meldedatenabgleich muss nicht durchgeführt werden. Und die Kritik, muss ich gestehen, die kann ich jetzt überhaupt nicht nachvollziehen, weil das ist ja genau die Möglichkeit, zu sagen, dass er ausgesetzt wird. Das ist ja aufgenommen worden und, finde ich, trägt ja auch dem Anliegen der Datenschützer eben noch einmal insbesondere auch Rechnung. Und zusammenfassend kann man aus meiner Sicht sagen, es ist ein guter Staatsvertrag. Er bringt Verbesserungen für die Bürgerinnen und Bürger. Und deswegen kann man ihm auch wirklich gut zustimmen, was wir auch gerne tun werden. Und vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abg. Wallmann. Als nächstes hat sich der Abg. Frömmrich von der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN zu Wort gemeldet. Vielen Dank, verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich finde, auch die Kollegin Wallmann hat das deutlich ausgeführt. Es ist ein wichtiger Staatsvertrag, den wir hier verabschieden. Und der öffentliche rechtliche Rundfunk ist für uns ein elementarer Bestandteil der öffentlichen Berichterstattung. Und deswegen glaube ich, dass es auch gut ist, dass wir diesen Staatsvertrag in dieser Form auch verabschieden. Zu zwei Dingen will ich noch etwas sagen, Frau Kollegin Wallmann hat es auch angesprochen. Erstens ist es ja eine gute Nachricht, was die Befreiung der Beitragszahler im Bereich der Zweitwohnungen angeht. Ich glaube, das sollte man doch einmal erwähnen. Wir haben ja auch viele Bürgerinnen und Bürger gehabt, die sich hier an den Hessischen Landtag im Bereich der Petitionen gewendet haben, wo sie genau dieses Problem kritisiert haben und haben genau gesagt, es kann doch nicht sein, dass ich, wenn ich zwei Wohnungen habe, in beiden Wohnungen zahlen muss. Ich kann mich ja nur in einer aufhalten. Von daher ist da klar die Regelung, die jetzt getroffen wird. Wir befreien diese Leute in einer ihrer Wohnungen. Und das ist, glaube ich, eine gute Nachricht für die Beitragszahlerinnen und für die Beitragszahler. Der zweite Punkt ist der Meldeabgleich. Ja, da haben wir auch beim letzten Staatsvertrag oder den letzten Staatsverträgen immer darüber gegrübelt und darüber uns unterhalten. In der Tat muss man bei Fragen, wo es um Datenabgleich in diesen Größenordnungen geht, sensibel sein. Aber wir haben ja auch gesehen, dass die Datenschutzbeauftragten der Rundfunkanstalten, aber auch bei vergangenen Novellierungen und Staatsverträgen auch immer die Datenschutzbeauftragten der Länder zu diesen Themenkomplexen befragt werden sind. Und es ist in der Tat die Frage, in der man sich bewegt. Will ich eine gerechte Beitragszahlung organisieren, dann heißt es, dass ich auch die belaste, die mobil sind, die öfter mal umziehen. Und dafür muss ich eine Rundfunkanstalt auch in die Lage versetzen, zu schauen, ob die Datenbestände, die wir dort haben, noch aktuell sind. Von daher glaube ich, ist hier auch vorgebeugt. Es wird hier nicht permanent abgefragt. Es wird ein Vierjahresrhythmus eingeführt. Und die KEF ist diejenige, also eine unabhängige Anstalt ist diejenige, die sagt, in welcher Form sich die Datenbestände befinden, ob sie aktuell genug sind oder ob neue Datenabfragen geteilt werden müssen. Und deswegen glaube ich, dass die Regelung auch im Hinblick auf Datensicherheit und auch im Hinblick auf Datensparsamkeit richtig organisiert ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber das, was hier von den Kollegen der AfD vorgetragen worden ist zum Thema Datensicherheit und Datenschutz, ich glaube, das ist ja eigentlich nur das vorgespielte Argument, was hier gemacht wird. In Wahrheit geht es ja darum, dass Sie das angreifen, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk macht, nämlich guten Journalismus. Das ist das, was Sie eigentlich angreifen. Und das ist, glaube ich, auch zentral. Gute Rahmenbedingungen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind für uns elementar, liebe Kolleginnen und Kollegen. Guter, qualitativer, hochwertiger Journalismus ist eine Antwort auf Hass und Hetze. Und deswegen sind Sie doch diejenigen, die das kritisieren. Und wir haben es ja auch gesehen, Sie picken sich ganz genau den Punkt raus. Wir haben es vorhin bei der Kirchensteuer gehabt. Da passt Ihnen nicht, dass Kirchen sich auch organisieren und sich auch artikulieren gegen Hass und Hetze. Da kritisieren Sie. Und hier, wo öffentlich-rechtlicher Rundfunk guter, qualitativer Journalismus mit Fakten
faktenbasierten Nachrichten das widerlegt, was Sie in die Welt blasen. Da sind Sie auch dagegen. Und deswegen glaube ich, liebe Kolleginnen und Kollegen, im Hinblick auf guten Journalismus sollten wir diesen Rundfunkstaatsvertrag auch beschließen. Und das, was die AfD hier macht, ist ganz klar, sie sind gegen guten, qualitativ und hochwertigen Journalismus. Und das ist ganz klar. Und Datenschutz interessiert Sie überhaupt nicht, um das mal zu sagen. Vielen Dank, Herr Abg. Frömmrich. Als Nächstes hat sich der Abg. Wilken von der Linksfraktion zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! In diesem Rundfunkänderungsstaatsvertrag wird einerseits eine neue Zweitwohnungsregelung aufgenommen. Das halten wir auch für sinnvoll, auch wenn wir da jetzt nicht gerade die Dorfarmen entlasten, weil wir würden uns durchaus wünschen, dass insbesondere in den untersten Einkommenssegmenten Erleichterungen bei der Haushaltsabgabe endlich einmal umgesetzt werden. Aber so weit, so gut, das ist richtig. Zweitens. Zum Meldedatenabgleich haben wir eine abweichende Meinung, auch von der höchstrichterlichen Rechtsprechung abweichende Meinung, sage ich ganz deutlich. Wir sehen die gebotene Datensparsamkeit eben hier nicht gewährleistet. Und diese Zweisichtigkeit des jetzt vorliegenden Rundfunkänderungsstaatsvertrags führt uns dazu, dass wir uns an dieser Stelle enthalten. Jetzt noch zwei Sätze dazu, was wir im Vergleich zur ersten Lesung dieses Rundfunkänderungsstaatsvertrages hier heute von der AfD-Fraktion hören mussten. In der ersten Lesung ist genau diese Hetze gegen den Öffentlich-Rechtlichen passiert, die mein Vorredner gerade aufgenommen hat. Ich habe die noch gut im Ohr. Von der ersten zur zweiten Lesung, ich habe noch nie so einen Wandel, von der ersten Erkenntnisgewinn von der ersten zur zweiten Lesung hier erlebt. Also vom Hetzer gegen den öffentlichen Rundfunk mutiert zum Datenschützer. Das glaubt Ihnen doch wirklich niemand. Und meine Herren von der AfD, wenn Sie so gegen den Auftrag des Öffentlich-Rechtlichen und die Institutionen des Öffentlich-Rechtlichen hetzen, dann frage ich mich schon, warum Sie gestern Abend bei der Sektvergabe und bei der Häppchenvergabe beim Hessischen Rundfunk die Ersten am Buffet waren. Meine Damen und Herren, ich hoffe, wir bleiben uns in diesem Hause mit Ausnahmen einig, dass der Auftrag des Öffentlich-Rechtlichen, Qualitätsjournalismus, eine eindeutig wichtige Aufgabe ist, insbesondere gegenüber den digitalen Netzwerken, in denen eben die Fake News überhand nehmen. Ich hoffe, wir bleiben uns da einig. Auch wenn ein potenzieller Kandidat einer anderen Fraktion für den Bundesvorsitz in der letzten Woche auch etwas Gegenteiliges gesagt hat. Ich nehme Sie trotzdem mit ein in diese Einigkeit. Wir brauchen öffentliche rechtliche Berichterstattung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Abg. Wilken. Als Nächstes hat sich die Abg. Löber von der SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Rundfunkanstalten stehen in öffentlicher Verantwortung und müssen in voller Unabhängigkeit überparteilich betrieben und von jeder Beeinflussung freigehalten werden. So heißt es bereits in dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1971. Zu dieser Unabhängigkeit und Überparteilichkeit der öffentlichen Rundfunkanstalten
bekennen wir uns voller Überzeugung, weil nur so eine vielschichtige Medienlandschaft in Hessen und Deutschland gesichert ist. Die Wichtigkeit und der Wert des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der heutigen Zeit, wir erleben es gerade hier, müssen besonders herausgestellt werden. Populistische Hetze hat hier bedauerlicherweise stark zugenommen. Die diffamierenden Stimmen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine sogenannte Lügenpresse ist, werden öfter und lauter. Es gilt, gemeinsam diesen Stimmen stark entgegenzuhalten. Den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zeichnet aus, dass er laut dem Rundfunkstaatsvertrag durch Information, Bildung, Beratung, Kultur und Unterhaltung einen Beitrag zur Sicherung der Meinungsvielfalt und somit zur öffentlichen Meinungsbildung leistet. Die Leistung dieses Beitrags sollte nicht als Selbstverständlichkeit angesehen werden. Wir sehen, wie viele Bürger ebenfalls, in der Möglichkeit zur Meinungsbildung ein Grundrecht der Demokratie. Es ist zu wünschen, dass jene Bürger, die die Daseinsberechtigung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks anzweifeln, den Wert unseres Rundfunks wiedererkennen. Kollegin Wallmann hat es auch mit anderen Worten betont. Schließlich ist unser öffentlich-rechtlicher Rundfunk einer der Grundpfeiler für eine funktionierende Demokratie. Aber ein gelebter Vertrag wie der Rundfunkstaatsvertrag muss aktuellen Entwicklungen angepasst werden. Mit dem 23. Rundfunkänderungsstaatsvertrag wird das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Befreiung vom Rundfunkbeitrag bei Nebenwohnungen sowie eine Verstetigung des Meldedatenabgleichs umgesetzt. Was jeder Einzelne persönlich davon hält, ist völlig irrelevant, sondern unsere Aufgabe ist, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts uneingeschränkt umzusetzen. Deswegen werden wir dem Änderungsstaatsvertrag auch zustimmen. Weiterhin steht allerdings fest, dass sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch in Zukunft vor Reformen nicht verschließen darf und besonders mit Blick auf die Digitalisierung der Medien zeitgemäß agieren muss. Nur so können weiterhin durch die Herstellung und Verbreitung der Angebote die Meinungsvielfalt gefördert und die Bedürfnisse der gesamten Gesellschaft erfüllt werden. Jährlich werden etwa 10 Millionen Sendeminuten bei den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern ausgestrahlt. Hinzu kommen mehr als dreimal so viele Sendeminuten des Radios. Das verdeutlicht, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk neben seiner qualitativ hochwertigen Arbeit quantitativ leistet. Der Sicherstellung dieses Angebots dient der Rundfunkbeitrag. Dies befürworten wir uneingeschränkt. Ein Mediensystem, welches sich rein aus privaten Anbietern zusammensetzt, würde nur vermindert eine solche Breite des Programmangebots und Gewährleistung der Vielfalt bieten, wie es nach Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts der öffentlich-rechtliche Rundfunk sein soll. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abg. Löber. – Für die Landesregierung spricht Staatsminister Wintermeyer. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich kann mich durchaus, Frau Löber, es passiert nicht häufig bei uns beiden, aber dem, was Sie an grundsätzlichen Ausführungen gemacht haben, hier auch anschließen, genauso wie den Sprechern der Koalitionsfraktion. Soweit es in diesem Staatsvertrag, dem 23. um die schlichte Umsetzung des Verfassungsgerichtsurteils zur Befreiung von Zweitwohnungen geht, scheint ja hier der Großteil des Hauses Zustimmung zu signalisieren. Und das begrüßt die Hessische Landesregierung. Eine Umsetzung eines Bundesverfassungsgerichtsurteils ist notwendig und auch geboten. Lassen Sie mich in diesem Kontext aber noch einmal kurz zu dem Thema Meldedatenabgleich Stellung nehmen. Ich sehe, dass Kritik hieran offenbar nur dann geäußert wird, wenn es sich um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk handelt. Ein Schelm, wer sich dabei was denkt, Herr Lambrou. Schauen Sie sich einmal die sogenannten Meldedatenübermittlungsverordnungen der Länder an, der anderen 15 Bundesländer, aber auch unsere.
Auf deren Grundlage übermitteln die Meldebehörden schon seit Jahrzehnten Daten an über 20 Behörden und Institutionen, übrigens auch an diese Rundfunkorganisationen. Diese erfolgen regelmäßig und automatisiert, und zwar meist aus Gefahrenabwehr oder sozialrechtlichen Gründen. Und hiergegen bestehen offensichtlich keine datenschutzrechtlichen Bedenken. Gleiches muss man aber auch für die in dem Staatsvertrag vorgesehene Verankerung eines Meldedatenabgleichs sehen, und dafür gilt das auch. Dieser Abgleich, meine Damen und Herren, soll Beitragsgerechtigkeit, einige haben es ja hier mal angesprochen, gewährleisten. Denn wer sich der Beitragspflicht entziehen will, ist auch unter dem Gesichtspunkt des Datenschutzes verdammt normal nicht schutzwürdig. Und lassen Sie mich das gerne auch noch einmal sagen. Im Übrigen wird nur alle 4 Jahre dieser Meldedatenabgleich stattfinden und nur dann, wenn die KEF, also die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, eine Aktualisierung für erforderlich hält. Es gibt also keinen Automatismus. Das zu behaupten, ist falsch. Dann müssen Sie bitte den Staatsvertrag einmal lesen. Und, meine Damen und Herren, ich will jetzt kein Kolloquium zum Thema Datenschutzgrundverordnung und Meldedatenabgleich jetzt mit Ihnen hier veranstalten. Sie haben von uns alle die diesbezüglich gestellten Fragen beantwortet bekommen. Aber ich will der Ordnung halber wenigstens einmal darauf hinweisen, dass bereits schon im 21. wir reden hier über den 23. bereits im 21. Rundfunkänderungsstaatsvertrag dieser an die Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung angepasst wurde. Der 21. Rundfunkänderungsstaatsvertrag ist 2018 in Kraft getreten. Und jetzt beim 23. Rundfunkänderungsstaatsvertrag werden noch nähere Vorgaben zur Datenverarbeitung und zu Auskunftsansprüchen der Beitragszahler gegenüber den Landesrundfunkanstalten implantiert. Diese Regelungen, meine Damen und Herren, konkretisieren, und lesen Sie die amtliche Begründung, die Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung. Zu behaupten, diese wäre dort nicht mit implantiert, ist schlichtweg falsch. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Ratifikationsurkunde des vorliegenden Staatsvertrages müssen bis Ende Mai diesen Jahres hinterlegt sein. Die Voraussetzungen für die Zustimmung liegen vor. Ich bitte Sie daher, dem Staatsvertrag heute zuzustimmen und damit auch die Voraussetzung für sein Inkrafttreten zu schaffen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Staatsminister Wintermeyer. Mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Deswegen können wir über den Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz zu dem 23. Rundfunkänderungsstaatsvertrag in der Fassung der Beschlussempfehlung abstimmen. Wer für den Gesetzentwurf ist, bitte ich ums Handzeichen. Das sind die Fraktionen der CDU, der Grünen, der SPD. Wer enthält sich? Das ist die Fraktion der LINKEN und der Freien Demokraten. Wer stimmt dagegen? Das ist die Fraktion der AfD. Damit ist der Gesetzentwurf angenommen und wird zum Gesetz erhoben. Oh, Entschuldigung, die Fraktionslose war nicht auf ihrem Platz, hat aber abgestimmt. Wie? Nein, müssen Sie schon auf Ihren Platz setzen. Und gegen die Stimme der fraktionslosen Abgeordneten Walter. Damit ist der Gesetzentwurf dennoch angenommen und wird zum Gesetz erhoben.